Hallo, hier spricht Ostra. Willkommen zu einem kleinen Quick-Vlog. Ja, der Livestream gestern hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ihr fragt euch sicherlich, wo Stoneheart ist. Und jetzt kommen wir zur traurigen Nachricht. Ich hatte gestern Abend nach dem Stream, wollte ich das als Highlight ausgeben. Und da ich zwei Teststreams vorher gemacht habe, die 3 Minuten lang waren jeweils und der Originalstream 3 Stunden, habe ich aus Versehen die falsche Datei gelöscht und der Stream ist weg. Ich weiß. Wie kann das passieren? Überall stand 3, ich war schon leicht müde. Dann habe ich das erste gelöscht und ich dachte, das ganz linke ist nicht das aktuellste, sondern das älteste, weil man ja von links nach rechts liest. Das war falsch. Es gab auch keine Vorwarnung mehr, das war so bumm, löschen weg. Und das ist schön scheiße, gerade für die Leute, die sich auf Stoneheart gefreut haben und die eventuell nicht beim Stream dabei sein konnten. Deswegen kann ich euch leider nur anbieten, dass ich nächste Woche nochmal in den Twitch Dschungel mich begebe, noch einen Livestream mache, diesmal wieder mit Stoneheart anfange und dann aber auch die Datei ausgebe. So viel ist zumindest schon mal gesagt. Ich nehme mal auch die Speicherung, die wir jetzt angefangen hatten im Stream, denn vieles nicht passiert. Man kommt in einer Stunde nicht weit, es stehen einfach 2 Gebäude fertig und ich hoffe dann löst das ein bisschen das Problem. Der Stream ist also nächsten Samstag ab 21 Uhr und es tut mir unendlich leid und ich ärgere mich so krass ab, einfach dieses Einklick und es wird nicht gefragt, sondern es ist einfach so, tschüss, auf Wiedersehen und es ist gone forever und ich habe davor gesessen und habe mir einfach nur gesagt, scheiße, wie kann mir das passieren, warum passiert mir das und ja, wie gesagt, nach 3,5 Stunden Stream ungefähr, dann ist man schon leicht dizzy und müde und das war kacke und das war extrem kacke, weil ich mich so darauf gefreut habe, euch das zu geben und ich wollte halt nur die anderen Sachen schon mal weglöschen, damit ich dann nur noch den einen Stream habe, den ich bearbeiten muss, bla bla und das ist draus geworden. Nun, deswegen sage ich ja, haben wir jetzt die Möglichkeit, nächste Woche nochmal zu streamen. Dann gibt es auf jeden Fall Stoneheart. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ärgert mich tief in meiner Seele. Und oh mein Gott, wenn ich irgendwann in die Kiste fahre und dann vor dem Himmelstor stehe, dann wird genau diese Geschichte wird mir voll anhängen. Und dann wird sie sagen, na, du hast doch einen Stream gelöscht. Und ich fühle mich echt... Ich hatte so Spaß beim Stream und das war alles so toll und mit dieser Euphorie bin ich so, und jetzt mache ich eben noch das Highlight-Video und klabum. Und dann war auf einmal die ganze gute Laune weg. Ich dachte so, verdammt. Naja, so ist es jetzt leider, das ist die Realität. Trotzdem, wie gesagt, gibt es dann nochmal einen neuen Livestream nächste Woche. Ich habe eigentlich vor, je nachdem wie der nächste Woche dann ausfällt, der Stream, das wirklich einmal im Monat festzumachen und das auch in den Sendeplan mit aufzunehmen, den Livestream. Was haltet ihr davon? Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich wieder im Sendeplan eine weitere Abstimmung. Und zwar habe ich ein paar Spiele, die mich selbst sehr viel interessieren und ich ultra Bock habe, diese zu zocken, mal aufgelistet. Und mich würde einfach interessieren, welches Game du davon auch interessant finden würdest, hier zu sehen. Da kannst du einmal abstimmen, das Ganze werte ich dann mal so bis zum Ende des Jahres aus und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Weil ich denke mal, dann haben wir ein paar Plätze wieder frei hier auf dem Kanal, dann müsste zumindest Katawa Jojo fertig sein und auch Honey Poop fertig sein und da haben wir auf jeden Fall dann wieder Kapazitäten, auch was Neues anzufangen. Deswegen würde mich unbedingt interessieren, welche Sachen von denen ihr gerne sehen wollt. Das war es schon von meiner Seite aus. Ich weiß, ihr dürft mich jetzt in den Kommentaren steinigen, ist wie gesagt nicht optimal gelaufen und es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, beim nächsten Mal wird es besser, mit diesem ganzen Stream bin ich ja sowieso noch nicht so vertraut und ich hoffe einfach, das kann man mir noch verzeihen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao.